So, hallo ihr Lieben. Ich möchte jetzt mal komplett filmen und zwar von dem Schlupf eines Kois aus einem Ei bis zum Aufstieg zum Drachen. So, jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes Ei aus. Ich nehme mal in der Mitte. Mal gucken, was draus wird. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Da hatte ich schon diesen gelben vorhin gemacht. Aber den wollte ich jetzt nicht nehmen. Und rote Kois mag ich irgendwie auch nicht. Also gehe ich mal hier oben hin, mein Koi. Also wenn der jetzt einmal geschlüpft ist, ist der in der Sammlung drin. Ich lasse den mal frei, weil einen roten will ich nicht. Außerdem brauche ich ein paar freie Eierplätze für den nächsten Koi. So, was haben wir denn jetzt noch? Fangen wir mal von oben an. Ich mag keine Rotkois. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Den lasse ich jetzt auch frei. Außerdem wollte ich keinen Buchs haben, sondern eigentlich den anderen. Der wird jetzt auch freigelassen. Tschüss. Muss doch mal einmal ein schönes buntes mit einem blauen oder einem grünen. Der wäre traumhaft. Ich hätte jetzt bitte, bitte, bitte in grün. Bitte in grün, bitte in grün, bitte in grün, bitte in grün. Bitte, bitte in grün. Yes, den nehmen wir. Den nehmen wir. So, jetzt gehen wir zu Koi, mein Koi. Und nehmen den grünen. Den finde ich gut. So. Jetzt am Anfang braucht man auf jeden Fall Tempo, weil man am Anfang ist der noch total langsam, weil das ja noch ein Baby ist. Das heißt, hier machen wir erstmal den Tempo. Und ganz am Anfang gibt es halt, man klickt irgendwo hin und da schwimmt er dann hin. Und man kann auch gedrückt halten. In diese roten Pflanzen darf man nicht reinschwimmen, weil die verlangsamen den Koi noch mehr, als es sowieso schon langsam ist. So, am Anfang kann man nur diese grünen, für diese Heringe ist er noch nicht schnell genug. Die kriegt er noch nicht. Nehmen wir erstmal die grünen, bis er aufgestiegen ist. Tack. So, jetzt ist er einmal aufgestiegen, jetzt klickt man hier unten drauf. Und am Anfang erstmal Tempo hochsetzen, damit ich irgendwann mal diese blauen kriege. Also die ersten drei Aufstiegslevel auf jeden Fall erstmal die grünen. So. Erstmal so. Auf Geschwindigkeit. Jetzt gucken wir hier mal rein. Jetzt, ob wir die erste Quest schon erfüllt haben. Weil hierfür brauchen wir nämlich drei von diesen blauen. Und die kriegt man nicht, ohne dass man die Geschwindigkeit hochsetzt. Mal gucken, ob man es schon schafft jetzt. Die sind nämlich so schnell, die Viecher. Ah, geht nicht. Also muss man die irgendwie versuchen zu kriegen, wenn sie einem den Weg kreuzen. Lauf, Koi, schwimm, Koi, schwimm. Schafft er nicht. Irgendwie müssen wir noch ein. So, ich glaube, es hat schon geklappt. Jetzt gucken wir nochmal rein. Aktivieren, aktivieren. So, dass wir erstmal jetzt die erste Stufe abgeschlossen haben. Also, wenn man den Teil hier weitermacht, dann am besten Finger, der schwimmt da ganz alleine hin. Zu dem Symbol. So. Das sieht schon mal gut aus. Können wir schon aufsteigen? Nee. Hier oben, da oben ist das Level angezeigt. Ah, jetzt kommen diese Pfannkuchen, die sind auch total schwer zu kriegen. Außerdem sind da immer zu wenig da. Oben in der Leiste, wo jetzt 1/4 steht, das heißt, wir brauchen für den nächsten Juwel 4 von den Dingern. Einen haben wir schon. So, jetzt stehen da 2 von 4. Dim, 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 dim. Ich glaube, die brauchen wir auch. Mal gucken. Wenn ich jetzt. Tack. Nee, die brauchen wir nicht. Dim, 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 dim. Zack. Da ist noch einer. Am Anfang ist das noch alles ziemlich träge. Jetzt brauchen wir noch 4 von den grünen. Aber wir sind gestiegen. Und da können wir jetzt mal. Also bis 4 erstmal
Geschwindigkeit. Danach kommt diese Agilität. Aber am Anfang brauchen wir erstmal Geschwindigkeit, damit wir überhaupt vorankommen. Und bei denen muss man aufpassen. Die haften sich nämlich gerne an den eigenen Koi dran. Und dann nehmen sie einen... Ja, guck mal, der verfolgt mich nämlich. Nee, ich geh weg. Wenn sie sich dran haftet, dann verlangsamt der andere Fische oder eben halt auch den eigenen Koi. So, jetzt haben wir 4. Ach, jetzt brauchen wir da noch 2 von. Geht weg. Also von denen am besten flüchten. Ich kann es ja mal zeigen. Wenn ich jetzt mich nicht flüchte... Na, jetzt macht das noch nicht. So, jetzt steht da oben Zen-Koi. Wenn da oben Zen-Koi steht, ganz oben, dann unten rechts auf das Symbol klicken. Und dann kann man hier aktivieren, wo blau ist. Jetzt fehlen aber noch hier von jedem. Jetzt fehlen hier noch 2 blaue Steine und 2 gelbe Steine. Und für einen blauen Stein brauche ich jetzt noch 3 von den grünen und 2 von den Pfannkuchen und noch 4 von diesen komischen Dingen da unten. Ja, immer. So. Oh, da kommt auch schon der Partner. Wenn ein... Oh, der ist ja schön. Den habe ich ja noch gar nicht gehabt. Zum Strich drauf. Den kenne ich noch gar nicht. Ah, oh, den will ich unbedingt haben. Das ist eine neue Koi-Sorte. Die hatte ich bisher noch nicht. Bisher hatte ich nur diese mit den Blumen und... Man muss immer sehen, dass beide Kois in dem Kreis bleiben. Damit sich der... Ah, Kreis schließt. Der breite Rahmen. Bleib hier, nicht weghauen, nicht abbauen, nicht abbauen. Der ist ja schön, den kenne ich noch gar nicht. Ach, neun Koi, wie schön. So, geschafft. Ding, 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 ding. Und jetzt mit den grünen am besten. Grün mit dem gelben Streifen oder so. Das wäre schön. Mal gucken. Ah, ein gelben mit dem grünen Streifen. Das heißt also, wenn ich jetzt das Ei dann schlüpft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen von dieser ganzen Paarung, irgendeiner davon, wird dann nachher schlüpfen. Und ich hoffe mal, dass es der grüne ist oder der schwarze mit dem roten Streifen, der war auch schick. Na gut, erstmal zur Eierliste hinzufügen, später. So, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt brauchen wir erstmal hier den grünen, den brauchen wir. Und hier in diese Blüten, die öffnen sich, wenn man in die Nähe kommt. Tick. Muss mal gucken. Und da ist entweder eine Perle drin oder so ein Juwel oder irgendwas anderes. Manchmal auch gar nichts. Auf jeden Fall sollte man nie nur in einer Ecke von dem Teich immer sich rumtreiben, weil da jetzt gerade so viele sind, sondern immer schön am besten den ganzen Teich abfahren. Dann entdeckt man nämlich auch diese ganzen Blüten. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo eine sehe. Die sind nämlich am Anfang geschlossen. Oh, die sind so schnell, die Viecher. So. Unten links ist die Zug, das Fragezeichen unten links. Das vergisst man manchmal. Dann klickt man drauf. Ah, Stufenaufstieg. So, jetzt würde ich... Oder ich mache es beziehungsweise... Ich mache es immer so, dass ich jetzt erstmal mit der Agilität hochgehe. Das heißt, da wird da halt einfach ein bisschen wendiger und... kriegt die Fische auch besser gefangen, weil er dann kurz vorm Fisch nochmal so einen Haps macht. Also bis beide auf 4 sind, gehe ich auf jeden Fall jetzt mit der Agilität hoch. Das sieht man jetzt gleich, man macht dann gleich so ups, dieses Haps, das konnte er nämlich vorher nicht. Und er kann sich nämlich jetzt hier auch viel besser drehen. So, steht oben wieder Zen-Koi. Dann machen wir den. Plüm. Man muss eigentlich immer nur gucken, wo blau ist. So, jetzt brauchen wir nochmal 4 die grünen und 4 Pfannkuchen. Also ich nenne die mal Pfannkuchen, keine Ahnung, was das sein soll. Für mich sehen die aus wie eine Pizza. Pizza, Pizzafisch. Und den brauchen wir noch. Wow, und nicht in diese roten Dinger schwimmen, das ist so ganz wichtig. Los, halt mal still jetzt. Den machen wir noch, den. Ne, wir brauchen ja gar nicht die. Wir brauchen die. Oh, zacken. Die brauchen wir. Was kommt? Oh, da kommt noch wieder einer. Ach, ich dachte, da kriegt keiner das zu. Mensch, das ist ein Wahl. So. Was brauchen wir von? Mhm. So, noch einen. Was? Man sieht ja, ein bisschen wendiger ist er schon.
Also, jetzt haben wir auch den letzten. Und jetzt klicke ich auf Aktivieren. Jetzt schwimmt er von selber zu dem Symbol hin. Also man muss überhaupt nichts machen mit dem Teil erweitern. Ja, jetzt sieht man auch, jetzt ist er durch Rot geschwommen. Natürlich ist natürlich ein bisschen blöd. Aber dauert halt einen Moment länger. Wenn man jetzt irgendwas auf dem Weg sieht, was Spannendes, dann kann man nochmal halt, da oben ist eine Blume, halt, ich will jetzt, ja, nur das hat er schon. Das jetzt links da, das ist so eine Blüte. Wenn man da in der Nähe schwimmt, dann geht die auf. Und mit Glück ist da irgendwas Tolles drin. Perle oder ein Juwel. So. Und jetzt brauchen wir 5 davon. Dun, 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 dun. Muss natürlich nicht der Reihe nach abarbeiten. Also ich mache das halt einfach so, dass ich irgendwie kreuz und quer durch den Teich schwimme und dann gucke, ob mir so vors Maul gerät. Ja, für die ist ja immer noch nicht schnell genug. Die sind so schnell, diese blauen Viecher. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt brauche. Wir können ja mal hier gucken, was wir so brauchen. Also, oh, wir brauchen diese blauen Pfannkuchen, kleinen Zahnräder und Käfer. Na gut. Steht aber oben auch immer. Also machen wir diese Viecher doch. Zack. Am Anfang geht das noch relativ schnell. Oh, jetzt ist schon wieder aufgestiegen. So, jetzt machen wir nochmal diese Agilität hoch, bis das auf beides auf 4 ist. Oh, jetzt bin ich mal gerade so durch diese Blüte geschwommen und die setzt die Agilität ganz hoch. Das heißt, irgendwie wenn man nur für so ein paar Sekunden. Das heißt, man kann sie wendiger schwimmen. Bringt aber momentan noch nicht so viel, weil der so langsam ist. Boy. Also immer blöd, wenn man jetzt gerade ein Koi aufgestiegen ist und man fängt dann wieder mit dem Kleinen an. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn noch so lahm sind. Ah, da ist ein Käfer. Ich finde das. Irgendwie macht dieses Spiel total süchtig. Es passiert ja gar nicht viel. Aber. Macht halt Spaß. Ach, da kommt schon wieder ein Partner. Eigentlich möchte ich jetzt lieber nochmal so einen mit dem Streifen haben. Mal gucken, ob der mich will. Ich werde mich jetzt anstrengen, mich mit dem zu paaren, weil das eigentlich noch zu früh ist. Aber weil die Paarung macht viel mehr Sinn, wenn man ein paar Level weiter oben ist, weil dann die Seltenheitswert da steigt und man die Chance auf richtig schöne hat. Naja gut, aber der wollte mich jetzt unbedingt, hat mich halt verfolgt. Mal will der mich und mal ist es halt umgekehrt, dass man einen anderen Koi haben möchte zur Paarung, der will er nicht. Obwohl so ein rot-grüner wäre auch nicht schlecht. Na gut, ich mag eigentlich keine roten. Ach. Ja, was soll's. Der muss halt auch ein bisschen sparsam sein, immer mit den Eiern. Ich werde dann wahrscheinlich den Rot, den gleich mal schlüpfen lassen und dann freilassen. Dann habe ich ihn in meiner Sammlung, aber ich behalte auf der Koi-Liste immer nur die, die ich auch zum Drachen machen will. Also mit denen ich halt weiterkommen will. Farben, die ich gerne mag und ich halt weiter züchten will. Jetzt brauchen wir von diesem blöden Blauen. Wo sind die denn alle? Käfer brauchen wir auch noch. Ach. Verwischt. Oh, der ist noch so ungelenk. Können wir hier nicht. Also jetzt kriegt er nämlich auch diese Agilität da, dieser Punkt, der ist dafür da, dass sie halt wendiger sind. Und eben halt auch kriegen, die halt so dicht dran sind. Ding, 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 ding. Na los, du kriegst ihn. Na ja, schafft's halt noch. Der Chris schafft er immer noch nicht. Geh weg. Also
Jetzt brauchen wir noch einen Käfer. Dann müsste es eigentlich schon wieder. So, den. Jetzt brauchen wir noch 5 von den Dingern. Oh, ein Blümlein. Da ist ja noch was Schönes drin. Ah, da ist so ein Tempo-Ding drin. Jetzt aber schnell die blauen fangen. Das hält irgendwie immer nur ein paar Sekunden. Ah. Was einen auch immer völlig stresst dann. Ja, ja, ist ja so ein spannendes Spiel. Ach, was bist du denn? Oh, das könnte ja. Der will mich auch scheinbar. Ja, es könnte einen schönen grün-gelben geben. Na? Tillilit. Ach. Mein Fischli ist scheinbar begehrt. 3 Partner in so kurzer Zeit. Möchte ich mal ein Warenleben haben. So. Ah, den können wir aber jetzt, den Ei kann ich freilassen, weil die beiden habe ich schon, also bringt mir nichts. Das bringt mich nicht weiter. Schon wieder fertig. Den. So, und wenn unten alles blau ist, dann kann man hier auf Aktivieren klicken. Und dann schwimmt er von selber dahin. Also wenn man jetzt zwischendurch irgendwas entdeckt, eine Blume oder irgendwas anderes, dann kann man den halt natürlich jetzt auch noch so lenken. Kann ich sagen, so, den will ich jetzt auf dem Weg noch mitnehmen. Und jetzt, wenn man dann aber doch zum Symbol schwimmen kann, das war irgendwie hier unten. Dann drücken wir auf das Fragezeichen und wieder auf Teich erweitern und dann. Ach, da sind wir eh schon da. So, was machen wir hier nochmal? Jetzt ist alles auf 4. Jetzt gehe ich mal mit der Geschwindigkeit ein hoch. Weil jetzt langsam Fische kommen, die ein bisschen schneller sind. Schon sind wir Level 8. Ratzifatzi geht das hier. So, jetzt brauchen wir wieder Käfer. Jetzt kommen wahrscheinlich auch bald diese komischen Stachelfische. Na, da kommen Chrisse. Die sind nämlich total doof. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt brauchen in diesem Level. Sobald man da in die Nähe kommt, plustern sie sich so auf. Und dann muss man ein bisschen von hinten kommen, Anlauf nehmen. Und genau von hinten. Ah, es war wieder nicht von hinten, Mist. Die muss man nämlich ganz genau von hinten angreifen, sag ich mal so. Wohl angreifen, naja, fressen. So, also. Komm her, Büsche. So. Ah, schon wieder schief. Meiner ist irgendwie noch nicht wendig genug. Der lässt sich noch so blöd steuern. Jetzt mal ganz langsam. Ganz Sutsche. Ha, jetzt haben wir ihn. Oh, 6 Stück vom Morgen. Oder? Das Blöde ist, die ändern auch ständig die Richtung, diese Stachelviecher. Halt nur, wenn man genau von hinten kommt. Und manchmal ist das so, man ist gerade auf dem Weg zu so einem Viech. Und dann wechselt das die Richtung. Ah, das war aber gerade. Was macht das jetzt? Herrschaftszeiten. Jetzt du auch noch. Schon stresst einer das Spiel. Ich will jetzt nicht, lass mich in Ruhe. Das habe ich eigentlich noch nicht gehabt, dass so viele Partner kommen. Vielleicht liegt das daran, weil dieser Grüne so ein seltener Koi ist und alle wollen sie mit dem irgendwie ein Ei legen. Na gucken, was er uns anbietet. Da kommt eh nur ein. Na gut, wenn der Rote kommt, dann kann ich den ja. Den werde ich zwar nicht behalten. Aber ich kann ja mal gucken, was passiert.
Sinn des Spiels ist auch irgendwie, dass man seine Sammlung vollkriegt, dass man jeden Coil sozusagen einmal irgendwie hatte. Man muss ja nicht alle zum Drachen aufsteigen lassen, weil dann würde man ja ewig brauchen. Klock. So, jetzt haben wir da eigentlich. Jetzt brauchen wir noch Pfannkuchen. Da Pizza, da ist noch eine Pizza. Den auch noch. Käferbrummel. Ich vergesse immer, diesen Teich abzugrasen wegen Blüten. Ah, jetzt bin ich da in die rote Pflanze gekommen. Und wenn man manchmal so gehäuft welche hat, dann verlockt das natürlich dazu, dass man die erstmal abgrast. Aber dann verschenkt man hier diese ganzen Blüten mit den Perlen drin, die sich hier irgendwo verstecken im Teich. Da ist eine. Da habe ich eine gesehen. Siehst du? Ting. Ping. So, gucken wir mal. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Recht aber noch nicht. Also weiter geht's. Ah. Wenn man so von hinten, sollte man jede Chance nutzen, um diese komischen Stachelviecher zu kriegen. Das heißt, wenn man so auf dem Weg ist, ich denke da auch nicht immer dran, die auf jeden Fall immer mitnehmen, weil das ist eh schon schwierig genug. Klock. Und noch drei Stück von. Irgendwie schwimmen die immer in der falschen Richtung, was man immer umdrehen muss. Ah, das wird so blöd. Oh, der ist auch schön. Papier. Obwohl, ich muss ja sowieso bald mal irgendwie mal ein paar schlüpfen lassen da. Sonst mein Eierlist ist gleich voll. Der will nicht wirklich. Aber hat trotzdem geklappt. Na. Den nehmen wir doch. So, jetzt müssen wir gucken. Ich bin schon irgendwie völlig vergessen hier. Ja, nehmen wir nochmal einen Agility. Da können wir irgendwann mal mit dieser Seltenheitsdingens da fangen. Ich mag das gar nicht, wenn ich zu viel Geschwindigkeit habe, weil dann lässt er sich nur so blöd steuern, weil es soll ja eigentlich entschleunigen, das Spiel. Deswegen werde ich jetzt dann irgendwann anfangen. Oh, ein Blümchen. Diesen Seltenheitswert hochzustellen, damit ich ein paar. Also mir geht es einfach darum, ich will halt schöne Kreuz haben. Und nicht schnell fertig werden oder was weiß ich. Oder hier durch den Teich rasen. Ja, das war wieder nicht eng genug. Da ist noch eine Blume. Da kümmern wir uns gleich drum, wenn das Ding weg ist. So, hier unten war noch eine.
Nix dran, schade. Naja. Eine Niete. Oh, diese blöden Viecher. Ich bin immer froh, wenn ich dieses Level rum habe. Weil die nerven mich echt. Jetzt warte ich einfach mal. Ich mach das mal ganz langsam. Los. Nein, noch. Die ändern auch ständig die Richtung auf dem Weg dahin. Zekoi. So, oh, jetzt brauche ich noch 6 von diesen Stachelviechern und 5 Pfannkuchen. Na gut, hilft ja nichts. Pfannkuchen. So. Einen haben wir schon mal. Umdrehen. Bogen und... Oh Mensch, du doof Mann. Geh weg. Los. Werd schon klein, Herrschaft, sei nochmal. Ist doch wohl nicht wahr, oder? Jetzt aber. Zack. Wo ist er hin? Ja. Nur noch 3. Noch 2. Ich glaube, im nächsten Level brauchen wir die nicht mehr. Das ist das Einzige, was er nervt an diesem Spiel, sind diese blöden. Aber wohl, sonst wäre es ja auch zu einfach. Wäre ich ja auch sonst langweilig. Plack. Na, das passt doch. Ting, ting und ab. So, weiter geht's. Mal gucken, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir schon wieder diese blöden. Also ich brauche 2 lilane Steine. Das pro lila Stein 6. Das heißt, ich brauche 12 von diesen komischen Stacheldingern. 12 Pfannkuchen. Dann 12 grüne und 12 Käfer. Ja, das dürfte zu schaffen sein, ne? Jetzt gucken wir mal. Bin ja schon wieder aufgestiegen, ja. Dann machen wir jetzt mal schon Tempo rein. Ja, auf geht's. Ach, was soll ich? Diese gelben brauchen wir ja gar nicht, ne? Ne. Also die komischen Pizza-Pfannkuchen-Dingenskirchen da, die sollte man immer mitnehmen, weil mir schon ganz oft passiert ist, dass ich die dann irgendwie zum Schluss noch brauchte und dann den letzten Teich abgrasen musste und die nicht gefunden habe. Weil die kommen entweder irgendwie gehäuft vor oder gar nicht. Und wie gesagt, jede Chance für diese Stacheldinger. Ah, schon wieder nehmen, ey. Das kommt nur, weil ich hier gerade mitfilme. Weil wenn ich nicht mitfilme, geht das viel einfacher. Dann bin ich nicht so gestresst. Oh. Der könnte auch interessant sein. Vielleicht könnte es ja einen ganz grünen geben. Grün, grün. Grün ist schön, den wir haben. Ah, da unten ist jetzt zum Beispiel Blume, den müssen wir mal merken. Aber erstmal. Weil diese Grünen sind total selten, die Grünen und die Blauen. Ah. Schön. Jetzt müsste auch langsam mal die Eierliste irgendwann voll sein. Oh, die habe ich ja beide schon. Das bringt also nichts, wenn ich das Ei jetzt ausbrüte, weil ich die beide schon habe. Also Ei freilassen. Brauchen wir nicht. Ja, und tschüss. War schön mit dir, aber völlig sinnlos.
War hier nicht unten irgendwo noch ein Blumen, als jetzt der bei mir vorbeigeflogen ist? Was ist einmal, wo ich war? Mist. Vergessen. So ist das, durch die Paarung abgelenkt. Wie im wahren Leben. Ah, scheiße. Das wird doch nichts. Aber der könnte das sein. Da ist er. So, jetzt haben wir Tempo. Jetzt versuchen wir mal, die Sachen zu kriegen, die so müssen. Die Chance nutzen und hier diese Stacheldinger. Oh Mensch, war doch gerade. Na denn nicht. Das wird auch nichts. Ich war irgendwie auf der rechten Seite vom Teich noch gar nicht. Ich muss ja mal ein bisschen darüber schwimmen. So. Das machen wir mal noch ein bisschen hier. Dass wir die Kurven besser kriegen. Viel los. Ah, da aus, aber mal sehen. Weil jetzt die Kurven besser kriegen. Jo. Das kommt jetzt, weil ich diese Agility hochgesetzt habe. Oder Agility. Da kriegt er auch die Kurven besser und dann klappt es nämlich auch mit diesen Viechern. Weil Geschwindigkeit ist für die überhaupt nicht so wichtig. Sondern eben Beweglichkeit. Ach, die brauche ich noch nicht. Diese gelben kommen im nächsten Level dran. Die sind auch ein bisschen anstrengend. Oh. Ist da noch was drin? Hat man schon mal so eine Perle und keiner in der Nähe hier. Da muss man aufpassen. Manchmal sind da ja auch in diesen roten so hier versteckt, aber da ist. Nee, ist nichts drin. Die übersieht man dann manchmal. Jetzt sieht man aber, wie wichtig der jetzt ist. So, wie sieht das überhaupt aus? Den haben wir. Einmal. Teng. Teng. Das reicht ja noch nicht. Also, dann machen wir noch die Grünen und die Käfer. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, aber spart ja auch nichts. Quatsch. Den. Kling, klang. Und ab zum nächsten. Hier zuckt was. Nee. Noch einer. Das können eigentlich auch mal, jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich mal sehen, dass ich mal ein paar Eier schlüpfen lasse. Dann müsste langsam die Eierliste auch voll sein. Düm-düm. Okay, ich weiß nicht, was mit dem hier Sinn macht. Ich glaube, die habe ich schon. Naja, mal gucken, was passiert. Grün-rote. Fügen wir mal zu.
Siehst du, jetzt ist meine Liste voll. Das habe ich befürchtet. Ja, gut. Jetzt gehen wir da mal rein. Jetzt überlegen wir mal, ob wir uns davon irgendwem trennen. Eine Stunde brauchen die. Das ist wahrscheinlich der mit dem Strich, ne? Boah. Dann werde ich gleich mal von den anderen welche schlüpfen lassen. Mal gucken, was wir jetzt hier noch haben. Wie die Koi-Liste aussieht. Da muss ich jetzt auch mal mich von irgendjemand trennen, damit ich ein Ei schlüpfen lassen kann. Ich glaube, ich werde mal... Die blauen, blau habe ich schon so viel. Ich glaube, ich werde mal den da oben, den werde ich jetzt mal freilassen. Ja, und den gelben. Man kann nicht alle behalten, das ist halt das Doofe. Obwohl, ich könnte ja auch noch einen Käusler zufügen, ne? Ich habe ja 100 Perlen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu einer Eierliste. Also. Die brauche ich ja gar nicht. Die habe ich ja schon gehabt. Das Ei kann ich freilassen. Brauche ich nicht. So, nächste bitte. Die habe ich auch schon beide. Kann ich auch freilassen. Was ist denn das? Echt doof. Den nehmen wir doch mal. Oh, Pinguin, Mädchen, Koi. Super. So, dann machen wir gleich mal noch einen. Weil wir die Eierliste leer haben. Den haben wir hier noch. Mal gucken, was passiert. Den habe ich auch schon gehabt. Der kann auch weg. Oder behalte ich den noch? Ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube, den tue ich weg. Freilassen. Ja. So, einen machen wir jetzt noch. Einen machen wir noch. Das ist ja eure Liste auch schon fast wieder leer. So, was war hier? Ja, den roten will ich sowieso nicht behalten. Mal sehen, ob es der rote wird. Na, der kann sowieso weg. Ich glaube, den habe ich sogar schon als Drachen. Der kann auch. Hol das. Ja. So, einen noch. Ne, das ist ja ehrlich, da auch fast leer. Jetzt können wir erstmal wieder weitermachen. Ach, der ist ja auch langweilig. Den habe ich auch schon zigmal gehabt irgendwie. Der kann auch weg. Dann können wir das letzte Ei jetzt auch noch schlüpfen lassen. Der kann auch weg. Ja. Wie gesagt, ich behalte immer nur die, wo ich Lust habe, die weiter zu züchten und Drachen draus zu machen. Oh, wie wird da oben einer mit Strich? Oh, bitte den grün-weißen, den grün-weißen, den grün-weißen, grün-weiß, grün-weiß, grün-weiß. Bitte, 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 bitte. Na. Schon wieder so einer. Ach, den lasse ich jetzt mal. Komm, Jungs. Machen wir jetzt mal weiter. Komm, Kinder. Gehen Fische fangen. Ja. Jetzt gucken meine Kinder es mit. Ist auch irgendwie süß. So, hier zum Beispiel hier dieses Ding. Da verstecken sich die Gelben immer drin. Und da drin kann man die irgendwie nicht fangen. Sollen wir warten, bis sie wieder rauskommen. So, Käfer. Käfer brauche ich auch. 6. Da kriegen wir den. Jups.
Oh, den brauche ich ja dieses Level gar nicht. Oh, wie schön. Man sieht das immer, wenn man irgendeinen fängt, egal was für einen, wenn sich oben die Anzeige ändert, und wenn ich den jetzt habe, und dann erscheint der oben. Das heißt also, die brauche ich. Und wenn ich irgendeinen fange, der erscheint oben nicht, hier die gelben zum Beispiel, dann brauche ich die für diesen Aufstieg auch nicht. Oh, da. Mitnehmen können wir es ja trotzdem. Na, komm schon. Oh, jetzt habe ich schon hier dieses Feature. Und keiner ist in der Nähe. Ach, die sind irgendwie blöd. Die brauche ich aber. Die sind auch schwer zu kriegen. Also die kriegt man nur mit Anticken. Weil meisten Fischen kann man ja einfach so drüber schwimmen. Und kriegt die dadurch. Aber die gelben, diese Fliegenfische da, nicht. Die muss man immer direkt antippen. Das ist auch schon, glaube ich, jetzt das zweitletzte Level, oder? Drittletzte, ich weiß es gar nicht. Sind ja auch schon weit. Ich weiß gar nicht, ob wir aufgestiegen sind. Mal gucken. Ich brauche die gelben noch gar nicht. Muss das sowieso mal sehen, weil ich jetzt hier irgendwie immer nur an einer Stelle vom Teich rumschwimme. Mal ein bisschen weiter nach rechts rüber. Die brauche ich. Und da kommt auch schon wieder der nächste Paarungswillige. Ich hätte gerne mal einen blauen oder sowas. Aber immer nur so ein langweiliger. Ach, siehst du, jetzt habe ich gar nicht das Update gemacht. Fühl mich schon mal. Super, jetzt verschwende ich auch noch dieses Feature. Ach ja. Na, da sind noch ein paar nette bei. Die nehmen wir doch. So sieht es hier überhaupt aus. Jetzt fange ich an und stelle diese Seltenheit hoch, weil ich möchte jetzt mal wirklich mal ein paar schöne Fische haben. Schöne Gäus. Und dazu muss man den Wert höher stellen. Keiner da. Da oben steht doch schon wieder Centkoi. Mal gucken, was ich überhaupt noch brauche. Man kann ja auch so ein paar im Vorrat, also die gehen ja nicht verloren. Fangen. Na gut. Gucken wir erstmal. So, den. Also, ich brauche die grünen, diese Fliegenfische, Käfer und die kleinen Zahnräder. Die sind echt schnell, die Viecher. Hat er nicht. Was mich hier stutzig macht, sind überhaupt keine Blüten hier. So wenig. Noch keine einzige Perle in diesem Level gefunden, in diesem Spiel. Meint ihr, ich habe mit 112 Perlen eh schon genug, oder was? Ach, war nichts. So. Ich stelle jetzt immer hier die Seltenheit hoch, weil ich jetzt schöne Farben züchten will. Also nicht mehr schnell fertig werden will. Dafür habe ich ja die Eierliste leer gemacht. Stimmt, ich habe jetzt hier in diesem... Der Grün hat jetzt noch nicht eine einzige Perle gefunden. Verstehe ich nicht. Komisch. Sonst sind da oft Perlen versteckt. Weil die Perlen braucht man jetzt zum Beispiel, um seine Koi-Liste dann noch so einen Slot zuzufügen oder vielleicht anderen Sachen, die man... Das ist quasi die Werbung, was man so kaufen will. Leider kann man die Eierliste nicht erweitern. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Das ist das Einzige, was mich so stört. Da oben war eine Blüte. Auch nichts drin. Noch eine Niete. Ich würde gerne mal meine Perlen investieren und ein paar Eier auf
Halde legen sozusagen. Auch nichts dran. Hat er nicht. So. Schön ist auch, wenn man Juwelen da drin findet. Dann muss man sie nicht alle selber erarbeiten. Oh. Also, jetzt brauchen wir die Grünen und die Fliegenfische. Und dann haben wir das Level nämlich auch schon wieder geschafft. Da ist einer. Von jedem nur noch einen. Dann sind wir mit dem auch schon wieder durch. Das geht ja eigentlich so, wenn man so im Flow ist. Ziemlich schnell. Ihr wart ja nur von Anfang an dabei. Ah, Ting! Ist das der, den ich brauche? Nee, schade an dich. Blauen hätten wir gebraucht. Zick. Das war's jetzt. Ach, nehmen wir noch einen. Ah. Na gut. Ist echt schon toll, wie wendig der jetzt hier ist. Huch. Nicht getroffen. Also wie gesagt, die muss man direkt anklicken, weil die kriegt man nicht so mit. Mal eben so dran vorbeischwimmen. Schon wieder einer. Hey, meine Herren. Der Koi scheint echt beliebt zu sein. Komisch, manchmal muss man den echt total das ganze Feld verfolgen. Und manchmal verfolgen sie einen von selber. Woran das so liegt, weiß ich auch nicht. So richtig rausgekriegt. So ein Streifen hätte ich gerne mal wieder. Mensch. Dann habe ich die ersten Ermüdungserscheinungen hier. So. Jetzt brauchen wir noch einen grünen und noch einen von diesen. Genau, von denen glaube ich brauchen wir auch noch einen. Ah, das ist schon diese Pflanze. Ah. Noch ein. Da oben ist einer. Ha, geschafft. Und ab zum nächsten. Next rein, na gut, nicht. Man merkt, der Teich ist ja schon so groß, da sind die Wege zum Symbol echt weit. Sieht, braucht man die auch wieder. Ah, da ist nichts drin. Ich glaube, in diesem Level braucht man die wieder, oder? Nee, ach Gott sei Dank nicht. Aber die braucht man. Diese Viecher, die muss man immer viermal treffen.
1. So, mal, ich bin auch schon aufgestiegen. So, was mache ich jetzt? Agilität, obwohl bei denen brauchte ich eigentlich Agilität, obwohl ich jetzt die Seltenheit auch gerne hochgesetzt werden. Ja, kann ich alles haben. Für die braucht man Beweglichkeit, weil man sich immer dauernd drehen muss. Eine Perle. Schön. Eins. Zwei. Drei. Brauche ich lieber für dieses Level? Ich glaube ja, ne? Vier, ja. Brauche ich auch. Also man merkt schon, jetzt wird immer mehr, was man so braucht, um jetzt weiterzukommen für diese Juwelen. Ah, aber wir sind jetzt ja auch schon hier ziemlich weit vorangeschritten. Es kann auch sein, dass ich diese gelben jetzt brauche. Ich glaube, ich muss mal Geschwindigkeit holen. Langsam ist er doch zu langsam. Also nächstes Mal werde ich mal die Geschwindigkeit an hochsetzen. Weil jetzt merkt man schon, dass es nicht nur die Beweglichkeit das ist. So. Ich gucke jetzt mal, was ich überhaupt brauche. Also bei der grünen Flattermann und diese komischen Dinger da. Oh, einer Streifen. Ah, oh, geil. Und dann haben wir einen blauen Streifen. Oh, das ist natürlich toll. Aber mit dem würde ich mich am liebsten gleich zweimal paaren, wenn es gehen würde. Oh, mit dem will ich unbedingt. Oh, sehr schön mit dem Streifen. Na, folgst du mir? Oh, nicht, dass ich den jetzt hier in diesem roten verliere. Das ist immer echt die Gefahr. Ja. Ah, bleib hier. Bitte, 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 den will ich unbedingt haben. Ah, wie geil. Boah, ist ja schön. Oh, ist der zweite mit Streifen jetzt. Das ist ja traumhaft. Ich habe jetzt erst zwei Eier, wo ich eine Chance auf einen Streifenfisch habe. Ich hoffe, dass auch noch mehr kommen. Weil kann ja auch was anderes rauskommen. Mein Base ist ja nicht, ne? Oh, eine Perle, na endlich. Das ist die erste Perle jetzt bei diesem Fisch. Bei den schönen Streifendingern werde ich wahrscheinlich eh nochmal einen Koi-Platz brauchen. Obwohl ich weiß gar nicht, was ich hier alles zum Drachen machen will. Geht weg, ihr blöden Viecher. Also man merkt schon, das dauert jetzt echt länger. Aber es ist auch das zweitletzte Level. Glaube ich. Ja, ich glaube ja. Müsste eigentlich. So, wie sieht's hier aus? Also. Oder brauchen wir noch? Jede Menge, also das ist somit das anstrengendste. Also hier muss man am meisten. Aber wie gesagt, wollen wir ja auch nicht durchrasen.
Hier sind die Viecher auch schwer zu kriegen. Oh, das ist natürlich klasse, wenn man so ein Juwel findet. Da kann man sich nämlich schon mal die Arbeit für ein Juwel sparen. Ja, wohl Arbeit ist das ja nicht, soll ja Spaß machen, ne? Macht auch Spaß. So, das ist ja nochmal ein grüner. So. Das sieht schon mal gut aus. Oh, gar nicht mehr viel. Da ist noch Schiss drin. Ne, schade eigentlich. Der ist ja auch eher langweilig, den habe ich schon zigmal, den will ich eigentlich nicht mehr. Tut mir leid, Koi. Aber dich will ich nicht. Ah, es kommt zu Schwiner. Geh weg. Ich will kein Ei. Naja, ist egal, man kann es ja freilassen. Mein Gott, dieser Grüne ist aber echt. Ich habe noch keinen Koi gehabt, der so beliebt ist wie dieser Grüne. Dass hier ständig irgendwelche paarungswillige Kois ankommen. Ja, sie auch nicht abschütteln, der Junge. Hartnäckig. Ah, ich glaube, ich bleib da jetzt mal stehen. Wenn ich den mal loswerde hier. So, mach schon. Ich glaube, diesen grün-weißen hatte ich bei den anderen. Ach, egal. Freilassen können wir selber noch hinterher. So, dann... Ach nee, Quatsch, da wollte ich gar nicht rein. Ei geschlüpft. Nee, den machen wir später. Ich wollte jetzt erstmal den hier machen. So, der müsste jetzt eigentlich auch voll sein, ne? Ja, so. Das ist die letzte Teicherweiterung ohne Aufstieg. Und danach kommt der Aufstieg. Das ging ja flott, ne? Einmal quer durch den ganzen Teich. Oh.
Ja. Geschafft, gib ihr, yay. So, dann gucken wir mal. Also, wenn man diese komischen Würmer da braucht, diese mit den zwei Enden, dann weiß man, man ist im letzten Level angekommen. Also, auf geht's. Da haben wir auch schon den ersten. Und los geht's. Zum Endspurt. Yippie-yay. Ich glaube, braucht man die auch? Weiß ich gar nicht. Ich fürchte ja. Schon wieder vergessen, bin ich eigentlich noch aufgestiegen? Nee, schade eigentlich. Aber man sollte sehen, wenn man jetzt noch aufsteigen will, irgendwo habe ich gelesen, warum, dass diese hier am meisten bringen, Punkte. Also wenn man sich oben diesen Balken anguckt, bei diesen Doppelwürmern, macht das auch einen richtigen Schub. Also diese hier zum Beispiel, da passiert da oben nichts. Und 16 ist ja so ein Ring. Ja, wo man sieht, wie viel man zum nächsten... Ach, da will man was erklären oder kommt schon wieder... Ja, den hier zum Beispiel, wenn man den jetzt macht, zack, dann bringt das oben richtig was. Also wenn man noch weit kommen will, dann sollte man auf jeden Fall hier diese Doppelwürmer fangen. Aber jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen rumpaaren. Das könnte schön gelb-grün geben, das wäre natürlich toll. So. Lalalala. Und, was wird daraus? Diese gelb-grün sind ja auch traumhaft, ne? Also nehmen wir doch mal glatt. So, jetzt fangen wir noch mal ein paar von diesen Würmern erstmal, damit ich endlich hier in die nächste Stufe komme, damit ich die Seltenheitsskala noch hochstellen kann. Vielleicht haben wir ja noch mal Glück, dass noch mal so ein gestreifter vorbeikommt. Na. Wo sind die denn alle, die Würmer? Die brauchen wir ja auch. Da ist einer. Also die immer schön. Oh, sind schon bei 17. So, dann setzen wir die jetzt auch hoch. Na, jetzt haben die sich an mich rangeheftet. Weg da. Blödviecher. So. Gar nicht geguckt, ob wir die auch brauchen eigentlich. Müssen wir mal kurz gucken, was brauchen wir überhaupt. Ja, die brauchen wir auch. Aber ha, diese Stacheldinger wenigstens nicht mehr. Die immer mitnehmen. Na, komm her. Da ist schon ein angefressener. Wie habe ich immer so das Gefühl, wenn ich die einmal angefressen habe, möchte ich die so verletzt auch nicht leben lassen. Das ist völlig bescheuert wahrscheinlich. Eben noch welche, wo sind die jetzt wieder hin, die Würmer? Den roten habe ich jetzt mit Absicht ignoriert, weil rote Kois mag ich nicht. Also habe ich glaube ich schon alle roten. Die roten sind auch so häufig. Wenn ich mir jetzt das wünschen dürfte, dann wäre das so ein, irgendwie ein blauer Koi mit einem pinkfarbenen Streifen oder so. Auf jeden Fall möchte ich gerne so einen Streifenkoi nochmal haben. Da habe ich jetzt zwei Eier von. Und wenn da jetzt irgendwie ein anderer raus wird, dann habe ich den auch gar nicht. Kleinen Fische brauchen wir auch. So, den erstmal, wo ist er denn hin? Bleib stehen. Ah, die verstecken sich da immer, dann kriegt man die nicht, wenn die in diesem weißen Ding da rein sind. Jetzt sind wir schon mit 18, nur wegen dieser Würmer. Na, machen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit hoch, damit wir ein bisschen schneller kriegen. So, da war noch einer. Brauchen wir für diese gelben Fische ein bisschen Geschwindigkeit. Die sind nämlich auch ziemlich fix. Die Burschen. Komm,
Habe ich noch gar nicht viele von denen, ne? Was drin? Oh, noch eine. Das ist schon eine zweite Perle jetzt, ne? Gelb-Schwarz habe ich auch schon gehabt. Ich will jetzt keinen letzten gestreiften haben. Ich werde jetzt, glaube ich, so lange in diesem Level rumschwimmen, bis ich nochmal so ein Streifending kriege. Zur anderen Seite des Teichs hin, nur hier auf der rechten Seite. Die bringen immer einen richtigen Schub hier. Diese Würmer. Oder durch? Oh, jetzt bin ich ja gegen die Blume gekommen. Na gut. Und 19. So. Oh, schon bald voll alles. Nix drin, auch nix drin. Wie bringen die Eier, wenn man nicht darauf achtet? So viel bringen die auch nicht. Ach ja, ach, ist das schön. Der ist jetzt so wendig und schnell. Und wenn der Drachen ist, dann kann man wieder anfangen mit Zeitlupentempo. Noch einiges an Kois vorbei jetzt. Weil Weißen hatte ich glaube ich auch schon so oft. Also wieder mit Streifen haben. Kommt ja noch mal einer. Die stecken sich immer. Eine Perle. Tschüss. So, guck mal, wie es überhaupt aussieht. Den. Oh, da wäre viel, was da fehlt. Bringt echt total viele Punkte hier, diese wieder Level aufgestiegen. So, was haben wir jetzt? Tempo rein. Zählen halt. Können wir nicht mehr. Jetzt müsste mal eigentlich mal jetzt mal wieder ein vernünftiger Koi kommen und nicht irgendwie mal diese langweiligen. Jetzt geht es halt zum Beispiel mit diesen, jetzt wo man es nicht mehr braucht, geht es auch mit diesen hier klar, einfach. Jetzt wo der so wendig ist. Ah, ich will einen roten, na gut, dann nehmen wir den jetzt mal. Ich will eigentlich einen mit Streifen haben. Naja, gut. Können ja nicht jeden Partner ablesen. Gucken, was raus wird. Sieht ja schon ein bisschen anspruchsvoll inzwischen. Ich glaube, den Rot-Grün habe ich auch schon so oft.
Nee, ich lasse das Ei frei. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht auf meiner Eierliste. Aber müsste auch schon wieder relativ voll sein. Da rasen wir durch den Teich. Huch. Ah, voll rein in die Bremsblume. Das sind eigentlich keine Grünen mehr. Ich brauche diese anderen Grünen doch noch. Den da brauche ich. So, müssen wir jetzt eigentlich gleich in 21 sein, ne, oder? Klack. Na, den noch. Jetzt aber. So, dann haben wir auch bald alles. Nur noch einen und dann. Ach, der nicht. Diese grünen Zahnräder da, die sind immer überall, wo man sie braucht, ist keiner da. Ich glaube, ich bin schon längst fertig. Aber ich will jetzt noch einen Koi haben. Das wird raus. Den, den, den. Oh, wieso klingelt das jetzt noch ein Telefon? So, den. Weißen will ich auch nicht. Die Olle, ne? Jetzt fehlen nur noch einer von diesen. Ne, zwei. Mehrere von diesen Mehrfachdinger. Wie das so ist, wenn man braucht, ist keiner da. Kann ich mal irgendwie ein blauer oder ein pinker vorbeikommen? Immer nur diese langweiligen, ey. So, wie sieht es jetzt hier aus? Jetzt brauchen wir noch ein paar gelbe und diese Mehrfachdinger da. Und dann haben wir das Level geschafft. So, jetzt müssen wir noch ein paar gelbe suchen. Fünf Stück, so viel noch. Du, komm den mal mit. Den auch noch. Och, jetzt bin ich auch langsam irgendwie geschafft. Jetzt haben wir sowieso alles erreicht, was wir erreichen können. Gut.
Dann noch zwei gelbe und dann können wir zum Drachen aufsteigen. Das ist eigentlich kein gelber mehr hier. Immer so braucht es keiner da. Ein Ei würde ich jetzt gerne noch machen. Wenn jetzt bitte noch mal ein Koi vorbeikommen könnte. Diese blöden Gelben, dass die sich immer so verstecken, ey. Kommt da raus aus dem Gebüsch, ey. Jetzt reißt, jetzt kommt schon wieder ein roter. Gut, dann gehen wir jetzt auf. Fortpflanzungstechnisch. So ist nur noch einen gelben Fisch zu kriegen und dann. Da ist einer. Ich glaube, da kommt heute kein toller mehr. Naja, gut, wenn die Eierliste muss ja auch nicht ewig immer proppenvoll sein. Das war's. Na komm, jetzt machen wir das 23. Level auch noch voll. Obwohl jetzt irgendwie gar nichts mehr passiert, weil aufsteigen tut man nämlich jetzt nicht mehr. Nö. Komm, den erlösen wir nochmal, den angeknabberten. So. Aktivieren, aktivieren. Das war's. Also, letzte Level, wenn ich jetzt auf Aktivieren klicke, dann läuft er zum nächsten Symbol und dann war's das. Dann steigt er auf. Na jo, hat er auch lange jetzt genug gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Oh, das ist so dicht dran. Das ja. Da ist er. Wunderschön. Ach. So, das war einmal durch. Warte. Warte. Nein, will ich jetzt nicht. Ich will keine kaufen. Ich mache mir meine selber. So, wenn man jetzt hier mal reinguckt. Drachen. Das war ein seltener Buchs. Und wenn ich jetzt hier hinten rüber bei dem Punkt, da müsste er sein. Da ist er. Jetzt habe ich schon zwei seltene Buchs. Einmal meinen tollen pinkfarbenen. Und den grünen. So. Das war das. Hier nur zwei Eier. Ach so. Die brauchen ja so. Was ist das hier? Na gut. Das war's das erstmal. Ich werde mir jetzt den nächsten Koi schnappen. Und dann geht das Ganze von los. Bis dann. Tschüss.